In Belarus nimmt der Widerstand gegen Präsident Lukaschenko zu. In der Hauptstadt Minsk schlossen sich weitere Mitarbeiter staatseigener Fabriken den Streiks und Protestaktionen an. In zahlreichen Städten bildeten Demonstranten wieder Menschenketten. Vor dem Hintergrund der Proteste ließen die Behörden seit gestern Abend mehr als 2000 inhaftierte Demonstranten frei. Einige von ihnen berichteten, sie seien im Gefängnis gefoltert und misshandelt worden. Heute früh auf dem Gelände von Grodno Azot, einem großen staatlichen Düngemittelkonzern. Sie streiken, sie schließen sich dem Protest an, sie riskieren ihre Jobs. So etwas gab es in Belarus noch nie. Auch anderswo wird gestreikt und ganz offensichtlich ist Präsident Lukaschenko verärgert. Da haben 20 Leute beschlossen, ihre Meinung zu sagen, haben alles liegen lassen und sind los. Der Chef hat gesagt, okay, geht, ich habe genug andere, die euren Lohn wollen. In der Nacht ließ Lukaschenko die ersten Festgenommenen frei. Ergreifende Szenen vor einem Minsker Gefängnis. 2000 sollen freigekommen sein, mindestens doppelt so viele sind noch in Haft. Die Freigelassenen berichten von Folter und Schlägen, zeigen die Spuren der Misshandlungen. In der Polizeiwache mussten wir knien, mit den Armen nach vorn gestreckt, 12 Stunden lang. Sie haben geschlagen, mich nicht so stark, aber andere. Dann wurden wir mit einem Bus ins Gefängnis hierher gebracht, haben kaum Luft bekommen da drin, denn wir lagen da, alle übereinander gestapelt. In Belarus sind sie geschockt über diese Berichte. Die ins Ausland geflohene Oppositionskandidatin fordert ein Ende der Gewalt. Ich rufe die Regierung zu Verhandlungen auf und die Bürgermeister aller Städte, friedlichen Massenprotest zu organisieren. Wir sind nicht 20 Leute, wir sind 16.000, steht da. Auch das Traktorenwerk streikt. Für das Wochenende sind im ganzen Land Demonstrationen geplant.